die, die ich jetzt ankündige, war schon mit ganz Grossen zusammen auf der Bühne, mit dem Montserrat Caballé oder mit dem Albano, kennen wir natürlich alle. Und beim Klitschko-Boxkampf in Bern im Stade de Suisse hat sie ebenfalls vor ganz grossem Publikum dürfen singen. National hat sie auf sich aufmerksam gemacht, aber mittlerweile auch international ist unterwegs in England, in Deutschland, in Holland und hat auch eine eigene Band, die sie heute mit dabei hat. Alle Songs von ihr sind selber komponiert und selber getextet von ihr. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sie hat schon vieles erlebt, aber so ein Konzert im engeren Umfeld, da wo man aufgewachsen ist, das ist immer etwas Spezielles und darum holen wir sie mit einer grossen Begeisterung und einem feinen Applaus auf die Bühne, meine sehr verehrten Damen und Herren. Marina Ortega, bitteschön. Hallo zusammen. Ich freue mich, heute Abend hier zu sein. Sind wir ready, Boys? Let's go. Angels watch over me.
much over me. Dankeschön. Merci. They're all out to get me. They all wanna take my soul. They'll make you forget me if they had it their way. But I will not let them. I will run until I fall. My legs will be shaking, but this heart is unstoppable. You can never define the things in my mind. I'm a different kind, it's true. Search, but you will not find another design. I'm running from you. 140, only 1 mile to go. I'm not afraid of this road. I've been searching for my way out. 140, I made it this far on my own. In this valley of gold, only death can stop. My prayers can protect me. They all wanna watch me burn. My tank's almost empty, but they keep on chasing. I will not let them. I will run until I fall. My legs will be shaking, but this heart is unstoppable. You can never define the things in my mind. Different kind, it's true. Search for you and I'll find another design. Running from you. 140, only 1 mile to go. Merci vielmals. Ja, wie schon angedeutet worden ist, ist das sozusagen meine Heimatregion. Und dass ich da darf meine Lieder, die ich über Jahre geschrieben habe, zum ersten Mal performen darf. Merci vielmals für das. Wir setzen uns gerne für einen guten Zweck ein. Dankeschön. Und das nächste Lied heisst SOS. Save Our Souls. Ich finde, es passt ein bisschen. Das ist SOS. Wave after wave of insanity, darkness surrounds us. Somebody save us from anarchy. We'll hurt when they found us. Hopes are restored.
genius, designed to define us. Our dreams aren't insured. We're ready for our only hope. Come save our souls. We've already suffered way too long. So, jetzt habe ich... Ja, gut, machen wir nicht. I follow head over heels, taunting me like a messiah, says, do you believe in me? I see you call out for me. The line between truth and desire crumbles so easily. I count 11, 11. I count the seconds and the minutes seem like hours to me. I count to 7 and the heat turns up another degree. I count 11 for the reasons why it happened to me so easily. I count 11. 11. I count 11 when you offer me the length of your hand. I count 11 when you caution me the strength of my stand. I count 11 when you say that you're an innocent man. Oh, spare me, baby, spare me. I count 11. 11. I count it.
the sleep I'm deep in, to walk up from the dream I'm breathing. One, two, the color of blue. Lightning strikes in the moment of truth. I count to three, four, the night I swore. I count, E, I count in love. Okay, ready, boys? Three, four. Another day subsides, a starlit sky ignites, memories kept. Take on their own life. I fall into a sea of tears, but I still breathe. Laugh at that face of greed. Can't tell what it means. Change your channel, switch your scene. Lose control, laugh and scream. Change your channel, it's a dream. Lose control, press repeat. Change the channel, it's a dream. Or the flip side of reality. A stranger in the hall. I run but can't get far. He follows me through walls. No one can hear me. Whoever casts this spell wants me to go through hell. Won't buy the tricks they sell. Gotta call myself. Change the channel, switch the scene. Lose control, laugh and scream. Change the channel, it's a dream. Or the flip side of reality. Change the channel, skip the beat. Lose control, press repeat. Change a channel, it's a dream. Oh, the flip side of reality. The ground is shaking. The glass is breaking. There's no mistaking. Lose control, never.
It's a dream, it's a dream, dream. Dankeschön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Marina Ortega. Dankeschön. Marina. Ja. Komm, lass uns schnell zwei, drei Sätze reden miteinander. Wie ist es das, wenn man daheim plötzlich da singt, wo man aufgewachsen ist? Ein schönes Gefühl, muss ich sagen. Ich war ja jetzt im Ausland und es ist wie so ein Heimkommen. Es ist wirklich schön. Es fühlt sich extrem schön an. Und ist es anders, wenn man weiss, jetzt sitzen da ganz viele Leute, die man persönlich kennt, als wenn man irgendwo im Ausland, in Holland, in England oder in Deutschland singt? Ich muss sagen, es ist fast schwieriger, weil ja, man will diese Leute vor allem nicht enttäuschen. Ich meine, ja, es sind deine Freunde, es sind deine Leute, deine Familie. Nein, es ist schön. Du bist am Obersee aufgewachsen. Hast du noch Erinnerungen an das, was du angefangen hast zu singen? Wo ist die Leidenschaft, die Passion entstanden für das Singen? Ganz ehrlich, bei mir daheim in Estrich oben im Freienbach. Dort habe ich ein Klavier und wo mein Nonno dort zumal gestorben ist, als ich etwa 10 war, habe ich ein Lied für ihn geschrieben und so ist es eigentlich entstanden. Und jetzt bin ich immer noch dran. Also. Aber man hat ja nie sich fertig entwickelt als Sängerin. Nein. Die Entwicklung, die du gemacht hast, ist ja schon spannend, wo du angefangen hast und wo du jetzt bist. Die Entwicklung, die macht jede Sängerin durch, jede Künstlerin. Ich habe das Gefühl, ja. Also musst irgendwie deinen Stil finden. Und das hat bei mir extrem lange gedauert. Ich meine, ich mache jetzt doch auch schon 15 Jahre Musik. Aber ich lasse mir dort wirklich Zeit. Ich habe immer gesagt, ich will mir Zeit lassen, weil ich wirklich meinen Stil gefunden habe, den ich richtig präsentieren kann. Wie schwierig ist es denn, dass man eben einen Stil findet, der einem unverwechselbar macht? Dass man nicht so ist wie ganz viele andere. Wie schwierig ist das? Sehr schwierig. Aber ich glaube, wenn du selber Songs schreibst, dann hebst du dich ja doch irgendwie ein bisschen. Ich meine, Influences hast du ja. Also dem kannst du ja fast nicht aus dem Weg gehen. Und das hilft dir ja, dich zu entwickeln mit deiner eigenen Musik. Aber ich glaube, wenn du selber Songs schreibst, dann gibst du für dich schon so dein eigenes Ding oder deinen eigenen Stil. Und dann die Inspiration, wo holst du die? Für deine Sachen, für deine Lieder, für deine Texte? Das ist noch schwierig. Im meistens, Leben, überall? Ja, im Leben, überall. Nein, ich schreibe sehr gerne über Träume, muss ich sagen. Ich schreibe sehr gerne über, was ich träume, zur Nacht. Das, es ist noch schwierig. Entweder kommt es oder es kommt näher. Und eben, ich habe mich jetzt informiert, die Band heisst Peperoncini. Der ja, Chor, den ihr damals zusammen gesungen habt, also ja, genau. Beatrice und du. Und das ist ja wirklich lustig. Jetzt steht er zusammen hier hintereinander auf der Bühne und damals habt ihr als kleine Mädchen zusammen gesungen. Das ist so, ja genau. Was sind das für Erinnerungen? Schöne, muss ich sagen. Ja, wir haben, das war so eine grosse Gruppe, gewesen, Männer und Frauen, also Buben und Mädchen zusammen. Und das ist eigentlich so die erste Erfahrung, die ich so gemacht habe mit Auftreten. Und dort war Beatrice dabei gewesen und ja, schön. Ich glaube, die Region kann stolz sein auf so eine Künstlerin, auf so eine Sängerin, die ganz klein angefangen hat hier in der Region und jetzt auf diese Art und Weise zurückgekommen. Nur mal einen grossen Applaus. Marina Ortega. Dankeschön, Marina.